3 Millionen Euro. So teuer könnte der Löscheinsatz im Harz die Stadt Wernigerode zu stehen kommen. Deswegen hat Oberbürgermeister Tobias Kascher möglichen anderen Ausgaben erstmal einen Riegel vorgeschoben. Wenn ich an den Waldbrand vor 2 Jahren denke oder auch ans Hochwasser, hat das Land immer geholfen und hat immer was übernommen oder hat nichts in Rechnung gestellt. Deswegen hoffe ich das auch diesmal. Deswegen würde ich noch nicht von Kritik sprechen. Dazu habe ich noch keinen Grund. Aber ich hoffe natürlich, dass es auch diesmal funktioniert. Aber die ersten Signale aus dem Innenministerium waren ja eher abwertend. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit meiner Euphorie und muss deshalb immer wieder sagen, wir brauchen unbedingt Unterstützung an der Stelle. Über genau diese Unterstützung wurde heute im Landtag debattiert. Doch Forstminister Sven Schulze antwortet ausweichend. Sehen Sie eine Chance, der Stadt Wernigerode zeitnah zu helfen? Ja, da kann ich relativ einfach darauf antworten. Dass ich da nicht darauf antworten kann, ist an der Stelle jetzt hier. Das müssen Sie, wenn Sie das auf Landesebene diskutieren wollen, in den zuständigen Fachausschüssen diskutieren. Da bin ich jetzt hier tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Ja, wir haben jetzt über das Thema Waldbrand gesprochen. Wir haben, glaube ich, der Kommune, dem Land und dem Kreis sehr viel Geld gespart, indem wir vor 2 Jahren richtige Schlüsse gezogen haben und das Feuer jetzt richtig schnell ausbekommen haben. Das stößt besonders bei der AfD-Fraktion bitter auf. Sie fordert klare Regelungen für die Kostenübernahme bei solchen Großbränden. Das würde auch die Probleme lösen, die wir aktuell aus der Stadt Wernigerode hören. Ergebnisse lieferte die Debatte im Landtag nicht. Und so muss Oberbürgermeister Kascher in Wernigerode nun überlegen, wo er Geld spart, um den letzten Löscheinsatz bezahlen zu können. Im schlimmsten Fall müsse sogar bei den Feuerwehren der Rotstift angesetzt werden. Und nicht nur die Kostenfrage bleibt offen, auch ob das Totholz aus dem Wald geschafft werden sollte. Befürworter, den Nationalpark Harz zu beräumen, gibt es in den meisten Fraktionen, mit Ausnahme der Grünen. Und obwohl es Risiken gibt, das Totholz liegen zu lassen, ist es wichtig, dem Wald nun natürliche Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Einer, der das Totholz zumindest aus seinem rund 260 Hektar großen Wald entfernt hat, ist Cornelius Meyer-Stork. Dieses Totholz ist schon eine erhebliche Brandlast. Ich bin selbst Feuerwehrmann. Ich habe mich auch mit Vegetationsbrandbekämpfung beschäftigt. Und die Flächen hier sind doch in mittelbarer Siedlungsnähe, muss man sagen. Und ich möchte also nicht, dass durch irgendwelche Brandlasten hier, dass ich hier ein Millionenfeuer produziere und sich vielleicht sogar ein Funkenregen über irgendwelche Häuser niedertut. Für Meyer-Storks Wirtschaftswald war das eine Lösung. Doch im nahegelegenen Nationalpark, einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet, bleibt es weiter ein Streitpunkt.